Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harz Medicine Hospital Heat. Ja, in der letzten Folge haben wir gesehen, wie der böse, böse Arzt, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, die besagte Akte gefunden hat. Schauen wir mal, wie es heute weitergeht. Windelmeer, räume die Unordnung auf und hilf dem Patienten. Oh mein Gott. Windeln aufräumen, Windeln aufräumen, Windeln aufräumen. Ich versuche dran zu denken. Oh je. Ist das euer Ernst? Ich weiß gar nicht, was ich hier. Ach du Scheiße. Ist das wirklich euer Ernst? Hier kommt ja gar keiner mehr hin. Oh Gott. So, dich können wir aber schon mal nach hier bringen, oder? Dann können wir dich schon mal atmen. So, du gehst mal nach oben. Dich können wir auf jeden Fall schon mal behandeln. So, das Problem ist jetzt nur. Oh Gott, das Problem ist, ich komme hier nirgendwo ran. Oh je, oh je, oh je. Ey, die verlieren doch alle ihre Herzen, bevor ich hier irgendwas machen kann. Hallo? Nein, nimm die Windel. Nimm jetzt die Windel. Wieso will die Windel nicht nehmen? Och komm. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Jetzt ist die Windel verbuggt, oder was? Dann geht ihr mal dahin. Ich versuche in der Zeit schon mal. Ja, du gehst schon mal dahin. Ich versuche in der Zeit schon mal hier so ein bisschen. Ah! Ein bisschen. Nein. Hallo. Kann man das Baby auch irgendwie ein bisschen weniger schnell drehen? Oh, das geht ja gar nicht. Schnuller? Schnuller habe ich schon. Nein, geh dahin. Geh dahin. Das. So, du machst das ja alleine, ne? Okay, das können wir also schon mal machen. Du kannst schon mal wieder zurückgehen. Ach du Scheiße. Da können wir schon mal untersuchen in der Zeit. Jetzt kann sie die Windel nehmen. Okay, ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat. Keine Ahnung. So, einmal, zweimal, die Giraffe. Die setzen wir auch direkt mal auf hier. So, das haben wir noch nicht. Ja. Hat aber schon gepiepst, hat schon gepiepst. Du kommst schnell hier unten hin. So, schnelle Behandlung. Schnell abkassieren, tut mir leid. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du gehst hier unten. Nee, du gehst nicht da unten hin, weil es nicht funktioniert. Moment. Oh. Geh du schon mal dahin. Ach, jetzt müssen wir das Baby hier auch noch drehen. Okay. Okay. Ich glaube, du kannst jetzt dahin gehen. Das heißt, du kannst jetzt dahin gehen. Wir brauchen eine Windel. Du gehst dahin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, das. Okay, das nehmen wir schnell. Ach, jetzt kann man die nicht dahin klicken. Du dahin, du dafür nach oben, du so rum, du so rum. Und wahrscheinlich haben wir jetzt gleich wieder Stau. Das war so. Ah, nee, Moment, die will zur anderen Seite, okay. Oh mein Gott, das Baby ist nicht so schnell zum Drehen, das ist gut. Du dahin, du dahin. Das können wir dahin machen. So. Schnell atmen bitte. So, wir haben keine. Doch, wir haben eine Windel noch drin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, kassier mal eben schnell ab hier. Ja. Du gehst dahin. Da müssen wir schnell hin. Dich können wir schon mal hier hinbringen. Einmal atmen bitte. Einmal nach unten. Nochmal. Komm, atmen. Ach, du gehst jetzt erstmal dahin. Ey, das dauert mir hier zu lange. So, komm. Dahin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird so scheiße werden jetzt. Das weiß ich jetzt schon. Das brauchen wir dahin. Doch, du hast es doch. Dann nimm es doch auch. Mein Gott. So. So, nee, andersrum. Ach so, doch, die können direkt tauschen. Nein, das ist nicht euer Ernst, oder? Du gehst dahin. Du gehst dahin. Zack. Es tut mir leid, aber ich muss die mal eben schnell abkassieren, ja?
Das dahin. Schnell nochmal einen hier. Achso, ich habe gar keinen Schnuller. Sag das doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr beide tauscht? Oh, wunderbar. Wunderbar. Okay, das drehen wir. Das habe ich natürlich im Vorfeld nicht gewusst, dass das geht. So, du gehst nach oben. Atmen bitte. Ich muss diese scheiß Dinger hier endlich mal... Achso, das geht nicht. Dann brauche ich da eins von. Achso, haben wir noch nicht genommen. Ja, ja, ist okay. So, hier, du gehst wieder nach unten zurück. Da müssen wir schnell hin. Da müssen wir schnell hin. Du gehst nach da. Du nach da. Du nach da. Und da müssen wir schnell hin. So, das Baby... Noch nicht zu schnell drehen. Okay. Du. Das. Okay. Einmal, zweimal, dreimal. Komm schon. Viermal. Nee, du willst da unten hin. Den Schnuller haben wir noch eben. Zack. So, und jetzt wollt ihr mehr oder weniger fast alle abkassiert werden. Dich müssen wir mal eben schnell... So, und müssen wir abkassieren. Oh Gott. Also, keine Ahnung, ob jetzt ein Oliver dabei war. Oh, das nenne ich mal eine Herausforderung. Aber ich habe so viele von den Herzen verloren, glaube ich. Das war schrecklich. Eieiei. So, wir gehen mal eben ganz kurz. 17 Diamanten haben wir schon. Oh mein Gott. Was ist denn das hier überhaupt? Mhm. Upgrade? Nö, wenn ich nicht weiß, was das ist, nehme ich dafür kein Upgrade. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Schrank, damit der schön aussieht. Und alles andere können wir jetzt sowieso nicht mehr machen. So, keine Sorge, versuche nicht einzuschlafen. Okay. Ich hatte immer noch meine Zweifel, aber wenn ich jetzt eure Reaktion sehe... Ich wusste doch, dass du etwas im Schilde führst. Viktor, spar dir die Erklärung. Du bekommst bei deiner Anhörung ausreichend Gelegenheit dazu. Ich habe den Vorstand informiert und du musst in 4 Tagen dort vorsprechen. Viel Glück, du wirst es brauchen. Was machen wir denn jetzt? Versuchen wir, etwas zu schlafen. Aber ich soll doch nicht einschlafen, stand da eben. Oh mein Gott. Verstehe das jetzt nicht falsch. Du siehst nicht so gut aus, Allison. Ich habe Schlafstörungen, Chance. Ich würde mich am liebsten einfach in meine Arbeit stürzen. Hm. Ja, das ist ja ein toller Kommentar. Okay, aua, das war meine Hand. 400, das heißt, wir könnten theoretisch beides machen. Das ist natürlich ideal. Dann kaufen wir da unten das Bett und dann kaufen wir da oben noch den Stuhl. Und haben, glaube ich, alles soweit Wichtige gekauft und sind dann auch bald schon mit dieser Stage durch, würde ich sagen. Okay, also wir versuchen nicht einzuschlafen. Ich habe keine Ahnung, wie uns das gelingen soll, aber es muss uns irgendwie gelingen. Und irgendwie müssen wir... Ja, ich weiß nicht, einen Kaffee machen zwischendurch. Ich habe keine Ahnung. So, dich können wir schon mal nach oben bringen. Das nehmen wir. Zack, dich setzen wir schon mal wieder hier hin. So, du kommst dahin. So, du, 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 du musst atmen, während der da oben hingeht. Okay. Nein! Nein, nein, nein. Das hat die natürlich unheimlich lange gebraucht, um da hinten hinzugehen, was natürlich doof ist. Was hat der denn jetzt hier oben? Was sind das denn für Gummischuhe? So, ich hoffe, das geht schneller als das andere. Du kannst dann nämlich schon mal dahin gehen. So, aber versuche nicht einzuschlafen, ist eigentlich gar nicht so verkehrt ausgedrückt, weil es nämlich schon extremst spät ist. Und ja, ich gerade
Oh, okay. Ich gerade auch versuche, nicht einzuschlafen. Aber ich möchte gerne die Stage noch schaffen. Das heißt, ich werde, denke ich mal, so zwei Folgen noch aufnehmen. Und hoffen, dass ich dann dabei nicht selber einschlafe. Okay, einmal das Baby. Du kannst dahin, du kannst dahin. Wir machen mal eben schnell Atemübungen. Wir machen auch schnell Atemübungen. Oh mein Gott, ja. Seid ihr denn damit erledigt hier? So, das kombinieren wir einmal. Das kombinieren wir einmal. Ja, du kannst von mir schon mal nach unten gehen. Du auch. Du gehst auch nach unten, Schnuller. Du gehst dahin, zack. So, du kannst schon mal dahin. Einmal Atemübungen machen, bitte. Einmal das. Ach so, das war Ultraschall. Das dauert doch etwas länger. Mist. So, einmal dahin kontrollieren, kontrollieren. Hier kontrollieren. So, einmal schnell abkassieren, damit wir hier nicht noch mehr Stau haben. Du kannst schon mal dahin gehen. Schnuller? Nee, nicht Schnuller. Ach, scheiße. Das war das Falsche. Nein! Ja, ich hab's vergessen. Ich weiß. Ah, komm schon. Wach werden, wach werden. Hallo, du hast die Flasche gerade. Ach so. Och nein, die hat nur unterbrochen. So, du gehst wieder zurück. Du gehst dahin. Das machen wir auch. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt automatisch macht. Doch, sie macht es automatisch. Okay. So, du kannst da unten hin. Du kannst dahin. Babyflasche haben wir jetzt schon gemacht. Ist wunderbar. Dann machen wir das nebenbei. So, die kann nicht dahin, weil hier gerade belegt ist. Du gehst dahin, du dahin. Um dich kümmern wir uns, während wir dich nicht anklicken können, um dahin zu gehen. So, du gehst dahin, zack. Schnell abkassieren, die verlieren nämlich gerade ihre Leben. Dahin. Du dahin, zack, das brauchen wir noch. Dahin. Baby, wo ist das glückliche Baby mit dem fröhlichen Lächeln? Oh, wir haben keinen Schnuller mehr. Wir brauchen auch gar keinen Schnuller. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Oh je, ihr beide tauscht schon mal. Du gehst nach unten, du gehst dahin und zackig. Windeln. Nein, nicht dahin, dahin. So. Da brauchen wir auch Windeln. So. Du kleines, unerzogenes Etwas, du. Du hast mir schon wieder die Windel geklaut. Okay. So, wir dürfen nicht einschlafen. Komm, mach hin. Ne? So, und einmal Atemübung. Du gehst nach da, du gehst nach da. Da gehen wir auch nochmal schnell hin. Hallo, hier hin. Geh da hin. Nein, jetzt ist das verbuggt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Du dahin und sie kann nicht mehr laufen. Nein, ach kommt, Leute. Das ist nicht euer Ernst. Ich kann die zwei jetzt nach unten setzen und die darüber setzen, aber ich kann sie wieder nicht bewegen. Was ist denn heute mit dem Spiel los? Das hatten wir schon mal. Wie ihr hört, ich kann hier nirgendwo hingehen. Ich kann auch nichts machen. Es ist total verbuggt. Ja, ganz ehrlich, sowas versaut mir echt das Spiel. Ich werde jetzt hier nochmal einen Neustart von diesem Level machen und sehe euch dann gleich wieder. So, dann alles nochmal auf Anfang. Ganz ehrlich, das versaut mir gerade... Oh, ich wollte das gar nicht nehmen. Das versaut mir gerade immens die Laune. Abgesehen davon, dass wir schon... Ja, ich hatte dich vorhin angeklickt, dass du runtergehen solltest. Dankeschön. Abgesehen davon, dass... Was wollte ich denn jetzt sagen? Dass es sowieso schon so spät ist und ich sowieso etwas gestresst bin, um hier auf alles zu achten... Kommt das jetzt noch hinzu, dass mir hier alles kaputt gemacht wird, indem das Spiel buggt? Also, bin ich ganz ehrlich, ich habe das bisher die ganze Zeit nicht gehabt. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, das funktioniert alles reibungslos mit dem Spiel. Aber jetzt bin ich doch sehr, sehr enttäuscht. Ich habe jetzt innerhalb von einem Abend aufnehmen, das sind jetzt mehrere Folgen gewesen, muss ich dazu sagen, habe ich es jetzt schon zwei oder dreimal, glaube ich, gehabt, dass mir das Spiel verbuggt ist und ich nicht weitermachen konnte. Und das ist doch sehr, sehr, sehr ärgerlich. Nein, jetzt habe ich wieder... Oh, das nervt, wenn das zu weit ist.
Komm, nimm's auch an. So, das, das. Windel brauchen wir auch eine. Du gehst da oben hin. Ja, du kleiner Racker, hast mir hier schon wieder alles geklaut. So, da einmal hin. Und dann kassieren wir mal eben schnell ab hier. Du kannst hier hin, du kannst da hin. Zack. Du kannst dahin. Ja, aufwachen. Du warst gerade unter... Nee, da sollst du auch nicht hin. Du sollst dahin, wo ich dich hingeschickt habe. So, und das sollst du dann danach machen. Einmal atmen. So, das haben wir auch noch. Du kannst nach da oben hin oder auch nicht. Oh, Zwillinge! Das erste Mal, dass wir Zwillinge hier auf der Station haben. Sehr schön. Du musst atmen. So, du dahin, du dahin. Dich schon mal nach unten. Dich schon mal hier hin. Da kümmern wir uns drum. Das machen wir als nächstes. Du brauchst jetzt ein Fläschchen. Können wir in der Zeit das machen? Nein, ich habe... Na gut, ich habe ein bisschen zu früh gedrückt. Das gebe ich zu. So, du warst länger... du warst eher hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin hier gerade... So, einmal atmen bitte. So, nächste. Du gehst dahin. Dahin. Einmal atmen. Zack, du dahin. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen was frei machen. So. Ach ja, jetzt muss ich das nochmal extra anklicken, weil die eingeschlafen ist dabei, beziehungsweise fast eingeschlafen ist. Ja, komm, mach hinne. Ich bin das nur nebenbei am Machen. Also beweg dich. So. Dann machen wir halt das Atmen eben zwischendurch. Ja, geh hoch und runter. Komm, heute noch. So, Fläschchen, das dahin, das dahin, Fläschchen. Oh mein Gott, die beiden können wir schon mal tauschen. Das können wir machen. Baby, Babys hier. So, du dahin, das können wir schnell machen. Du dahin, oh mein Gott, es hält hier, es hört hier gar nicht mehr auf. Wir müssen hier mal ein bisschen für Ordnung sorgen, Hilfe. So, hol die Windel, schnell dahin. So, das, das und das, los. Du dahin, atmen. Du kannst schon mal dahin. Ihr beide könnt tauschen. Das machen wir dann als nächstes. So, sachte das Baby drehen. Zack. Mir tut mein Handgelenk schon weh, aber da können wir jetzt nicht drauf achten. Oh Gott, wir haben keine Windeln mehr. Du gehst nach unten. So, schnell zum Baby. Ja, es war so klar, dass dann die lange Variante kommen würde. Dann schnell dahin. Schnell dahin. Du gehst dahin. Du dahin. Du dahin. Schnuller, stehen wir direkt daneben. Einmal so. Nein, du sollst aufwachen. Komm, 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 komm. Mal hin, das Baby wartet auf den Schnuller. So, du gehst nach unten. Du kannst dahin. Dich müssen wir... Naja, untersuchen wäre falsch ausgedrückt. Nein, ich habe es wieder nicht geschafft. Vorher drauf zu drücken. Hallo. Nicht so... Och, kommt, Leute. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Ach, dann leck mich doch einfach. Komm, du gehst jetzt dahin. Ich krieg's irgendwie nicht langsam gedreht. Ich weiß auch nicht, was das jetzt gerade war. So. Untersuchen. Zack. Zack. So, einmal, zweimal. Oh, was wollen die Babys heute eigentlich alle nur einen Schnuller haben? So, du dahin, du dahin, du dahin. Einmal durchatmen bitte und schnell abkassieren, weil sonst können wir hier nämlich gleich gar nichts mehr machen. So, die Schnuller mal eben schnell auffüllen. So, das muss reichen erstmal. Dahin. Nee, Fläschchen war noch nicht fertig. Los, komm, komm. Und dahin. Einmal das Baby freilegen, wollte ich gerade sagen. Einmal das Baby per Ultraschall untersuchen. Und... ja. Puh. Stressig, stressig.
Und leider muss man immer alles doppelt und dreifach machen im Moment. Das ist echt nervig. Aber wir haben 3 Punkte bekommen. Wir haben Oliver mal wieder nicht gefunden, aber es war auch irgendwie zu stressig. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Aber dafür haben wir die Herausforderung geschafft. Puh. Hast du denn letzte Nacht wenigstens etwas schlafen können? Nein, nicht wirklich. Ich konnte nicht aufhören, über Viktor und die Akte nachzudenken. Was steht überhaupt da drin? Es zeigt, dass unter meiner Aufsicht eine große Lieferung mit Amphetaminen verschwunden ist und dass überdurchschnittlich viele Amphetamine bestellt wurden. Aber nichts weist darauf hin, dass du irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hattest? Nein, nicht wirklich. Aber ich habe Quinn eine Flasche dieses Medikaments gegeben. Aber ohne Quinns Zeugenaussage kann Viktor nichts beweisen. Da hast du wohl recht. Aber wie können wir Quinn überreden, nichts auszusagen, ohne ihm zu sagen, worum es geht? Wir reden hier immerhin von Quinn. Ich bestelle uns etwas zu essen. Das wird, glaube ich, eine lange Nacht. Und das werden wahrscheinlich auch wieder Missverständnisse. Eine letzte Sache werden wir heute noch machen. Bleib am Apparat, erledige die nötigen Telefonate. Oje, oje. Vielleicht findet Viktor ja nichts über die Sache mit Quinn heraus. Daniel, schau dir das einmal an. Nicht schlecht, aber jetzt ist nicht wirklich der beste Zeitpunkt, um eine Konferenz zu besuchen, Allison. Eine Konferenz für Chirurgen und sie findet zur gleichen Zeit wie die Anhörung statt. Und, okay, er ist nicht reingekommen. Ich werde noch heute alles in die Wege leiten. Er sieht glücklich aus. Ja, jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Anscheinend tragen meine Lehren langsam Früchte. So, 300 haben wir und alles, was wir kaufen können, ist über 300. Also machen wir es kurz und schmerzlos und starten die Runde. Okay, wir haben einen neuen Artikel. Ach so, das ist das mit den Telefonaten wahrscheinlich. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, Moment, das ist nicht das mit den Telefonaten. Was ist das denn? 1, 2. Okay. Ist eine neue Behandlung auf jeden Fall. So, was brauchen wir hier? Die Socken. Du gehst nach unten. Zack. Das. Die... Oh ja, ist okay. Das Baby haben wir. Du gehst nach oben. Zack. Einmal die Flasche, du kommst nach unten. Windeln, Flasche, das geht auf jeden Fall schneller. So, das geht leider nicht schneller, aber das machen wir jetzt trotzdem mal eben so. Du kannst nach oben und bei dir müssen wir das Baby wieder drehen. Oh je. Oh je, wenn ich jetzt eins hasse, dann ist es das Baby zu drehen. Okay, du gehst nach oben, du kommst nach hier. Dann nutzen wir die Zeit mal eben ganz schnell. Du runter, einmal Windeln wechseln. So, das. Fläschchen. Einmal atmen. Und noch eine Untersuchung. Du gehst runter, Fläschchen. Einmal dahin. Was? Ich war ja wohl ganz schnell da. So geht das aber nicht. Da sind Telefonate. Oh nein, da kann ich nicht rangehen. Jetzt dreh! Dreh den Mist endlich. Hallo. Oh, jetzt geht das Telefonat nicht, weil die das nicht hinkriegt, oder was? Ich möchte nicht gerne irgendwas mit Hotel buchen. Okay, perfekt, vielen Dank. In Helsinki ein Hotel buchen oder sowas, hat sie, glaube ich, gerade gesagt. Oh, komm, immer wenn ich irgendwo jemanden hinschicke, dann kommt diese blöde Sache mit dem Ultraschall. Ist doch nicht euer Ernst, Mann. Nein, du sollst da hingehen, sonst würde ich ja nicht da draufklicken. So, jetzt mach die Flasche schnell warm. Komm, mach. So, das. Ich habe jetzt keine Lust, keine Zeit zu drehen. Oh, ich muss hier aber auch drehen.
Okay. Babys drehen hasse ich trotzdem immer noch. Okay, das einmal. Du machst, kümmerst dich mal da drum. Du gehst dahin, du gehst dahin. So, das kombinieren wir. Und das kombinieren wir. Zack und zack. Du runter. Da müssen wir was machen. Ach, du musst auch hier hin. So, keine Ahnung, was das für ein Gerät überhaupt ist. Ach, mein Gott. Aber das hat sie angenommen. Okay. Immerhin etwas. Du gehst jetzt auch mal dahin. So. Das nehmen wir. So, du kannst nicht nach oben, weil ich mal wieder ein Baby hier per Ultraschall machen muss. Telefonat, Telefonat, Telefonat. Schneller. So, ja, ja, ist ja gut. Weiter, weiter, weiter. Komm. So, da kommt... Doch, geh da hin. Los, mal hin. So, das, da wird frei. Du gehst nach da, du gehst nach da. Darum kümmern wir uns, während du nach hier gehst. So, atmen. Okay, du gehst wieder zurück. Du wirst mal kurz behandelt. Fläschchen. Du dahin. Du nicht dahin. Erstmal Fläschchen holen. Doch, du gehst dahin. So. Machen wir jetzt ganz schnell den Wechsel der Windel und dann, nein, 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 dann ganz schnell hier alles mal eben abkassieren. So, dann können wir nämlich dahin, du kannst dahin und um dich kümmern wir uns nochmal eben. Wir atmen ein und aus. So. Ach, der Mist ist das schon wieder. So. Du gehst nach oben. Oh, dein Baby müssen wir schon wieder drehen. Okay, mach hin. So, wir haben keine Giraffen mehr. Macht hin, Leute. Du auch wieder zurück. Dich kassieren wir mal eben schnell ab. Wir brauchen eine Giraffe. Und eine Windel. So, und ich wusste, dass der mir die jetzt wieder klaut. Ich hatte es irgendwie im Urin. So, du gehst jetzt erstmal nach oben. Wir atmen. Dich können wir noch nach unten bringen. Zack, einmal ein- und ausatmen, bitte. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Zack. Zack. Nein, ich muss das Telefonat führen. Schnell. Du gehst nach oben. Ja, Nachtflug, genau. Klicken wir einfach ganz schnell durch. Ich habe keine Ahnung, was sie da gesagt hat. Ist mir aber auch nicht wichtig. Für mich ist nur wichtig, dass die hier versorgt werden, die Leute. Oh mein Gott. So, erstmal schnell abkassieren, während ihr alle dahin geht. Hallo, du sollst dahin gehen, sonst würde ich nicht dahin klicken. So, einmal aufsetzen, einmal untersuchen in der Zeit. Zack. Du kannst nach da. Einmal. Oh, komm, mach weiter. Zweimal. Nein, ich habe die Flasche vergessen, ich weiß. Du kannst dahin. Hier atmen schnell ein und aus. So, du kannst nach oben oder auch nicht, weil ich mal wieder ein Baby drehen muss. Ich werde gerade wahnsinnig. So. Du dahin, Schnuller. Du dahin, du dahin, das. So, Schnuller geht schneller. Das. Oh, diesmal nicht. Okay, ich war darauf eingestellt, dass er jetzt hier... Du dahin, hoch runter, du dahin. Und dann müssen wir mal eben schnell abkassieren hier, weil sonst wird das hier das totale Desaster. Oh ja, dann auch mal schnell das machen. Okay, du stehst jetzt sowieso direkt daneben. So, 1, 2. Komm, nimm es bis zum Ende an. Und abkassieren. Oh nein, sag mir bitte. Nein. Wir haben ganz, ganz beschissen knapp nicht den dritten Stern bekommen. Ich bin aber gerade noch ein bisschen durch den Wind. Die Herausforderungen haben wir aber immerhin geschafft und Oliver habe ich mal wieder nirgendwo gesehen. Das ist, das sind all die Informationen, die du brauchst. Und jetzt ist es an der Zeit, deinen Job zu retten. Puh. Mhm.
Oh, ja, Quinn. Allison hat eine interessante Sache gefunden. Es steht eine große Konferenz auf dem Fachgebiet der Chirurgie in Finnland vor der Tür. Und wir beide dachten, dass es einfach toll wäre, wenn du unser Krankenhaus dort vertreten würdest. Ich meine, wir können die eine chirurgische Konferenz veranstalten, wenn nicht einer der führenden Chirurgen der Welt anwesend ist. Wir haben die Broschüren vom Hotel und der Konferenz ausgedruckt. Unter normalen Umständen würde ich diese Gelegenheit sofort nutzen. Aber Viktor hat mich gebeten, genau im selben Zeitraum vor dem Vorstand auszusagen. Es tut mir leid, Leute, aber ich muss mit dem Vorstand kooperieren, wenn ich in Zukunft Gelder bewilligt haben möchte. Ja, wie eigentlich schon fast zu erwarten war, ist der Schuss leider nach hinten losgegangen. Ich werde es kurz und schmerzlos machen, weil wir ziemlich über der Zeit drüber sind. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!